Herzlich willkommen. Heute Grüße aus der DE-Galerie zur Vernissage. Hier stellt der Moderator Herr Hinze die Künstler vor. Und ich fand es eine ganz charmante Moderation. Es ist auch immer wieder spannend, wenn Künstler selber sich zu Wort melden. Und man bekommt einfach auf deren Kunst guten Abend. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei der Kunst TV. Schön, Frau Bösken, Herr Bösken, dass Sie heute da sind. Dankeschön für diese Möglichkeit. Und ganz persönlich möchte ich mich bei dir, Rainer, und bei dir, Martin, bedanken für euer Engagement und große Unterstützung bei der Organisation dieser Ausstellung. Also seit ich nur denken kann, wollte ich Künstlerin werden, ja, und das, es gab keine andere Option im Laufe der Jahre. Der Gedanke, von Kunst kann man nicht leben, wie wir alle so sprechen, also oft von meinem Traum, sagen wir, auf anderen Wegen, ich habe durch die Studien, durch die Umwege habe ich viel anderes dazu gelernt, was ich jetzt in meiner Kunst auch als nützlich, von Nutzen ist. Ja. Aber Kunst war für mich schon immer, seit meiner früheren Kindheit, als Schwerpunkt. Ich kann einen Gedanken gegen anschließen, weil es war bei mir eigentlich ganz ähnlich, dass ich eigentlich immer am liebsten gezeichnet, gemalt oder sonst was gemacht habe. Also während meiner Schulzeit gab es schon so ein Initialerlebnis, witzigerweise. In der Oberstufe hatten wir irgendwann mal im Kunstunterricht ein Projekt. Wir sollten Wände in der Schule gestalten, in dem ziemlich alten Schulgebäude. Und da habe ich sozusagen meine erste Wandmalerei ausgeführt. Und seitdem gab es auch. Das letzte Taxi ist schon gefahren. Es brachte Lena zu ihrem Schwan. Er kann nicht schwimmen, aber er ist reich. So wirst du schnell hier zum Papst oder zum Scheich. Ich will nach Hause. You ain't the wind, heartbroken. Easy to manage. Es geht ja viel um Liebe, um Emotionen, um Sexualität, Begegnungen. Und wir haben uns versucht, ein bisschen daran zu orientieren, musikalisch. Das erste Stück heißt That You Were Dancing in the Rain. Bin ich mit der Künstlerin Oksana, die ich mit Blumen überraschte. Man trifft auch immer wieder viele nette Kunstfreunde. Das ist Henry Plate, Sonia Rossettini von Weltkunst Kassel. Und musikalisch wurde durch den Abend geführt. Das waren die Flyer zu dieser Vernissage. Und es war ein ganz toller, gelungener Abend. Das sind diese Skulpturen von den Arno Reich-Siggemann. Und ich fand auch diese Kunst zu vereinen von der Oksana und diese Skulpturen von Arno Reich-Siggemann, fand ich ganz spannend. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über eure Feedbacks. Und die Ausstellung geht bis zum 18.09.2022. in Kassel.
Besucher sind herzlich willkommen. Liebe Grüße!